Zimmermann für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vor kurzem kam Frau B. in meine Bürgersprechstunde und erzählte mir, sie wollte eine Umschulung machen zur Ergotherapeutin. Sie ist 48 Jahre und schon 4 Jahre erwerbslos. Früher hat sie in einer Bäckerei gearbeitet, die wurde geschlossen. Frau B. rechnete sich damit mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt aus. Auch vielleicht mit dem Blick, sich selbstständig zu machen. Aber sie hat diese Maßnahme nicht bekommen. Eine Umschulung selber zu finanzieren, fällt bei der Höhe des Regelsatzes natürlich aus. Und so ist sie weiter im Hartz-IV-System gefangen. Aber genau das ist doch das Problem, Herr Heil. Genau das ist doch das Problem. Ein Recht auf Weiterbildung ist in Ihrem Gesetzesentwurf nicht zu finden. Und Die Linke fordert einen Rechtsanspruch auf regelmäßige Weiterbildung, damit eben nicht Erwerbslose als Bittsteller dastehen. Die Zahl derer, die eine Weiterbildung mit dem Ziel eines Berufsabschlusses absolvieren, ist im Vergleich zur Zahl der Erwerbslosen ohne Berufsabschluss verschwindend gering. Im Jahr 2017 gab es im Bereich des SGB II 939.000 Menschen ohne Berufsabschluss. Aber nur 12.631 haben eine Weiterbildung mit dem Ziel eines beruflichen Abschlusses begonnen. Vor diesem Hintergrund des vermeintlichen und auch von Ihnen so oft zitierten Fachkräftemangels ist doch das absurd. Die Arbeitsmarktpolitik der Bundesregierung besteht darin, den Großteil der erwerbslosen Menschen einfach abzuschreiben. Und das, meine Damen und Herren, wird Die Linke nie akzeptieren. Statt Menschen in irgendwelche sinnlose Billigmaßnahmen zu stecken, müssten die Jobcenter doch endlich mal finanziell deutlich besser ausgestattet werden. Und das ist in Ihrem Gesetzentwurf überhaupt nicht vorgesehen. Und statt die derzeitig gute Finanzlage der Bundesagentur für Arbeit zu nutzen, um die Arbeitslosenversicherung zu stärken, beschenkt die Regierung lieber die Unternehmen mit einer Beitragssatzsenkung. Beschäftigte werden nur marginal entlastet. Für sie würde es sich eben nämlich mehr lohnen, wenn die Leistungen und der Zugang zur Arbeitslosenversicherung verbessert werden würden. 2/3 der Erwerbslosen befinden sich im Hartz-IV-System. Die Linke fordert, die Arbeitslosenversicherung muss wieder zum Hauptinstrument der sozialen Sicherung werden. Die Rahmenfrist muss wieder von 24 auf 36 Monate ausgedehnt werden und nicht wie in Ihrem Gesetzentwurf auf 30 und auch nicht erst im Jahre 2020, weil da gehen wir schon wieder auf die Wahlen zu, da wollen Sie schon wieder Liebkind machen und man weiß ja auch gar nicht, wie lange die Koalition hält, kann ja auch schon früher sein. Der Anspruch auf Arbeitslosengeld muss bereits nach 4 Monaten Beitragszeit entstehen. Und für langjährige Beitragszahler muss die Anspruchsdauer auf Arbeitslosengeld I erweitert werden, vor allen Dingen für Ältere und Menschen mit Behinderungen. Ich komme zum Schluss. Statt den Menschen Chancen zu eröffnen, steht der vorliegende Gesetzentwurf für den lähmenden Stillstand dieser Großen Koalition. Danke schön. Nächster Redner in der Debatte ist